Grüß Gott, ich bin Pater Augustinus von St. Ottilien. Ich begrüße euch von nah und fern ganz herzlich zur Meditation. Das Thema für die heutige Meditation heißt: Die Wahrheit macht uns frei. Religion verliert an Bedeutung. Viele Menschen glauben nicht mehr an Gott. Werte sind für sie unter anderem Gerechtigkeit und Wahrnehmung von Menschen am Rande der Gesellschaft. Die Menschen bestimmen ihren Wert nach dem Geld. Ein Beispiel für die Macht der Lüge und der Unwahrheit aktuell in unserer Zeit. Fast immer richten sich die Lügen und Verdrehungen gegen Menschen, die anders sind, von woanders kommen, eine andere Religion und Kultur haben. Lügen zerstört Vertrauen. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Das 8. biblische Gebot lautet: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Der heilige Augustinus betont: Es lügt derjenige, der etwas anderes, als was er im Herzen trägt, durch Worte oder sonstigen Zeichen zum Ausdruck bringt. Die Frage nach der Wahrheit werden wir weiter beschäftigen, im privaten, im beruflichen, im öffentlichen Leben. Ich bin überzeugt, dass unsere Welt eine neue Gerechtigkeit benötigt. Gleichzeitig bemerken wir, wie wenig die Menschen alle politischen und religiösen Richtungen ihr Leben nach dem Wert und nach dem Willen Gottes ausrichten. Nach Gandhis Meinung ist der Mensch das einzige Lebewesen, das geschaffen wurde, um seinen Schöpfer zu erkennen. Des Menschen Lebensaufgabe ist es daher nicht tagtäglich, seinen materiellen Wohlstand und seinen Materienbesitz zu vergrößern, sondern seine Hauptaufgabe ist es, tagtäglich seinem Schöpfer näher zu kommen. Jeder Mensch ist nur gottähnlich, keiner jedoch Gott gleich. Gleichzeitig macht ihn das fehlbar und schuldfähig. Das Böse wird nicht erstrebt. Gott steht über Gut und Übel. Über ist das Gute und Wahre am falschen Ort. Grund des Bösen und der Sünde ist die Tatsache, dass der Mensch seine Freiheit missbraucht. Wir Christen glauben, dass Gott schon immer das Gut für die Menschen will. Darum geht es bei der Vater unser Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gott will nur das Beste für uns, will uns vollständig in sein Reich hineinführen, zu sich in die Freiheit holen, Gott zu verwirklichen, heißt, ihn in allem zu sehen, was lebt, das heißt, unsere Einheit mit der ganzen Schöpfung zu verwirklichen. Es ist wichtiger, dass wir uns immer wieder daran erinnern lassen, im Glauben zu leben. Glauben ist das Vertrauen, bedingungslos geliebt zu sein. Und mit einem solchen Glauben lässt sich das Leben anders leben. Wir Christen glauben an die Verwandlung in die Freiheit durch Jesus Christus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit in der Person von Jesus Christus tritt auf und handelt. Sie begegnet den Menschen und verändert deren Leben. Die Wahrheit bringt Licht ins Dunkeln der Menschen und weist uns den Weg zu Gott. Die Wahrheit wird aktiv und verändert unsere Welt. Jesus ruft Menschen zur Meditation und Reinigung des Herzens auf. Jesus sagte: Selig sind die reinen Herzens, denn sie werden Gott schauen. Mahatma Gandhi, ein Hindu, ist fest davon überzeugt, dass Jesus den Platz eines der großen Lehrer, die mein Leben beträchtlich beeinflusst haben, in meinem Herzen einnimmt. Die Botschaft Jesu ist in der Bergpredigt enthalten, unverfälscht und als Ganzes verstanden. Gandhi ist ein Sucher der nach Wahrheit. Für Gandhi ist die Wahrheit als Ziel im Menschen präsent. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: Wer den Weg Wahrheit geht, stolpert nicht, denn die Wahrheit ist nicht in Büchern zu finden. Wahrheit wohnt in jedem Menschenherzen. Hier muss man sie suchen und sich von Wahrheit leiten lassen. Gandhi strebt nach tieferen Erkennen von sich selbst und von Gott, den er Wahrheit nennt. Wahrheit ist auch Gott. Gott ist Geist. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht auf sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und das Kommende wird er euch verkündigen. Wir fühlen uns dort wie erlöst, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Sei ihr wahrhaft, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.
Jesus sagte, so ich, der Sohn, euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Er ist der, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn wir vom Heiligen Geist berührt und erfüllt werden, dann werden wir in die Wahrheit geführt. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Der Heilige Geist hilft uns, Gut und Böse zu unterscheiden. Der Heilige Geist stärkt uns den Rücken und macht uns Mut, den Mund aufzumachen, wo die Wahrheit mit den Füßen getreten wird. Gott hat uns berufen, dass wir Christen den Auftrag haben, die Welt mitzugestalten. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Der Heilige Geist motiviert uns für unsere christlichen Werten einzusetzen, uns kirchlichen, beruflich, sozialen und politischen zu arrangieren und einzumischen, wo Unrecht geschieht, und stark zu machen für die Schwachen und für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Religion ist und bleibt einen bedeutsamen sozialen Wirkkraft. Das Gebet bzw. die Meditation ist der Schlüssel zur Innenwandlung. Gandhi empfiehlt, ihr Leben war wirklich ein fortwährendes Gebet und dennoch beteten sie ausdrücklich zu bestimmten Stunden und gaben Gott ihre treue Versprechen. Erneuern wir täglich. Und ich sage Ihnen, wir werden dann von allerhand Übel im Leben befreit werden. Die Wahrheit können wir nur in uns selbst finden, wie Krishnamurti gesagt hat. Bei der Meditation geht es darum, die Wahrheit in jedem Augenblick zu sehen. Ich lade euch ein, zur Ruhe zu kommen. Nun wollen wir zusammen beten und meditieren. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Lied Chris, Remember Me. Remember me when you come into your
Wir sitzen so still wie möglich und schließen unsere Augen. Ein Klangschall klingt. Wir hören zu. Worin glaubt ihr? Worin liegt die Heilskraft? Bei der Klangschale oder beim Zuhören? Lauschen macht still, das ist heilsam. Die Klangschallen geben uns die Fähigkeit, offen zu sein. Und der Körper ist im Augenblick entspannt und locker und bereit für die Meditation. Wir richten unsere Wachheit auf das Hören und auf das Spüren. Thank you.
Nun sitzen wir in der Stille. Einatmen, Gott, du in mir. Ausatmen und ich in dir. Wir bleiben wach. Warte auf Gottes Wirken in deinem Herzen und in deinem Leben. Wir legen alles in Gottes Hände. Gott, du in mir, ich in dir, du in mir, ich in dir.
Im Vaterunser beten wir für leidende Menschen in der Welt, für unsere Angehörigen und Freunde, für den Frieden in der Welt und in uns selbst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. So segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch für das Dabeisein. Lebe, lache, liebe und lege alle Sorgen in Gottes Hände. Zum Schluss hören wir Orgelmusik. Ihr könnt danach gerne noch in der Stille sitzen bleiben. Gute Nacht und bleibet gesund.